Wann spricht man eigentlich bei einem Sekt von einem Sektbrüt? Ich erkläre es euch gleich. Herzlich willkommen in der Ebrosia Weinakademie. Viele meinen, Brüt ist eine Umschreibung für trocken. Stimmt im Prinzip auch, aber der Teufel liegt im Detail. Ja, also ein Sekt kann als Brüt bezeichnet werden, wenn er 0, also gar kein, bis 12 Gramm Zucker pro Liter hat. 12 Gramm klingt gar nicht so viel, sind aber immerhin 6 von diesen Sticks. Ich habe das mal hier in dieses Glas getan. Und wenn man das hier reintut in einen Liter, dann kann man immer noch von einem Brüt sprechen. Ja, was gibt es denn da noch so für Stufen? Ich habe euch das mal hier aufgezeichnet. Also, wenn ganz wenig Zucker drin ist, nämlich zwischen 0 und 3 Gramm, dann spricht man von einem Brüt Natur oder Zero Dosage, keine Dosage. Ja? 0 bis 3 hat also wirklich den wenigsten Zucker. Extra Brüt sind 0 bis 6 Gramm. Brüt 0 bis 12 Gramm. Und jetzt wird's tricky, jetzt wird's interessant. Extra trocken ist ein Sekt dann, wenn er 12 bis 17 Gramm, also viel mehr Zucker hat. Und ein trockener Sekt sind 17 bis 32 Gramm pro Liter Zucker. Mindestens 17 bis zu 32 Gramm. Das ist jede Menge. Ich habe mal wieder Zuckerwürfel hier aufgestellt. Das sind 32 Gramm. Wenn ihr am Abend eine Flasche Sekt trocken getrunken habt, habt ihr diese Menge an Zucker zugenommen, zu euch genommen. Ja, und dann haben wir hier noch halbtrocken, das sind 32 bis 50 Gramm pro Liter und du mild 50 Gramm und mehr. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was es mit trockenen Weinen auf sich hat, im Unterschied zum trockenen Sekt, dann schaut bitte mein Video über trockene Weine. Den Link dazu findet ihr hier in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Und in diesem Sinne, habt viel Spaß mit einem leckeren Sekt oder mit einem Champagner oder einem Cava. In jedem Fall viel Spaß, euer Rüdiger Kleinke.